Das faschistische Regime war schon, sagen wir, eine Tyrannei, nicht? Ja. Aber ich habe eben eine Ausnahme vielleicht erlebt, oder vielleicht ist es auch gar keine Ausnahme gewesen, weil die, meine Lehrerin war ja eher Opfer als Täterin, nicht? Mhm. Und es war einfach ein wunderbarer Mensch. Sie hat auch Deutsch kennen, weil sie aus Rovereto gestammt ist und ihr Vater war ein höherer Beamter beim Militär, beim österreichischen Heer. Aha. Und deshalb hat sie Deutsch gesprochen und sie war einfach durch und durch Idealistin. Mhm. Sie war wirklich eine mütterliche Frau und wir haben jeden Tag haben wir Betrachtungen gemacht. Vor dem Unterricht, also eine Viertelstunde, ist immer Lebenskunde gewesen. Und sie hat wirklich ins geformt, deutsch gesagt. Mhm. Und die haben für ihr eben in der Zeit als Volksschülerin ein deutsches Büchel gekriegt, also wie ein Mädchen liegt im Haus, aber Deutsch hat sie mir geschenkt. Ein deutsches hat sie gekauft, nicht ein italienisches. Ja. Und in mein Poesiealbum, da ist das Ding da, da hat sie mir das eingeschrieben, ein Edelweiß gezeichnet, nicht? Also ja. Unsere Blume. Und dann hat sie das, das, was sie geschrieben hat, ist auch wunderbar. Nicht? Mhm. Also eine, wie sie sich auch vorgestellt hat, als was sie uns mit mütterlicher Pflichtbewusstsein als mütterliche Frau an der Schulpforte empfangen hat und so. Mhm. Das ist meine, ich habe keine schlechten Erfahrungen gehabt von der Italienischen. Nur habe ich mit 14 Jahren gedacht, weil meine Schwester war Untergrundlehrerin, war eben auch mit dem Canonicus Gamper für die. Und, aber ich wollte bei der Partout nicht lernen, also das war einfach, das ist mir so widerstrebt, meiner Schwester das anzunehmen. Und deshalb habe ich mir mit 14 Jahren habe ich das schon sehr bereut, weil die Schule im Mariengarten ist geschlossen worden, weil dort ist dann ist von Bozen ein Krankenhaus übersiedelt, durch die Bomben ist drin immer möglich gewesen und ich habe nicht mehr in den Mariengarten gehen und habe mit 14 Jahren eben nur italienische Volksschule gehabt und habe mir nur immer gedacht, wenn ich gerade so Deutsch kann, wie ich Italienisch kann. Nicht? Mhm. Und dann habe ich eben noch keinen später nach Imsch gehen. Das war das erste Mal, dass ich dann richtig in eine deutsche Schule gekommen bin. Und dann halt so ein Heftel gehabt und dann allem die Wörter, die ich falsch geschrieben habe, halt allem dort wieder reingeschrieben und wieder gelesen, wenn sie richtig geschrieben kehren und so. Man hat schon wirklich kämpfen müssen, dass man etwas, und das irgendwie in Deutsch, das ist schon auch ein bisschen geblieben. Ne?